Moin und herzlich willkommen zu diesem Video auf Echo Delta Delta Hotel. Heute bin ich noch mal alleine. Beim nächsten Mal sollte der Florenz wieder dabei sein. Schauen wir mal. Es geht heute mit der DA42 von Chaos im Unbekannten unterwegs, denn ich habe auf dem Web geguckt, wo gerade ATC ist und wo ich vielleicht noch nie geflogen bin. Und über Thailand ist gerade jemand online. Dachte ich, ich fliege hier von Malaysia, Aloha Seta, Whiskey Mike, Kilo Alpha nach Koh Samui, die Insel, der Flughafen Surat Thani, Victor Tango, Sierra Mike. Sehr schöne Szenerie, sehen wir dann, wenn wir da sind. Wir fliegen nicht allzu hoch. Ich mache das Flugzeug fertig und dann sehen wir uns gleich. Tragen wir uns noch schnell den Step Climb hier ein auf Flight Level 80. Wie gesagt, wir fliegen heute relativ tief, aber dann sehen wir bestimmt einiges. Dann. Sah gut aus. Andere Seite. Ja. Etwa ähnlich. Perfekt. Dann. Wettertimer gestartet. Und wir heben ab. Schub rein, Flaps brauchen wir keine. Das ist lang genug. Irgendwie habe ich einen falschen Treiber oder so. Das wackelt da unten echt gut, aber ich mache nichts wirklich an meinem Yoke. Das ist auch schon in der Luft. So, Flight Director machen wir mal rein. Jordan. Bisschen links gerade. Fast schon. Hat so gedämpft ein bisschen was von einem Rasenmäher, bin ich ehrlich. Der Ton. Eigentlich müssen wir noch über Pepdu fliegen. Da vorne. Das machen wir auch mal. So, Heading, Autopilot und dann steigen wir mal mit so 115 erstmal. Genau, da ist Pepdu. Nach Pepdu machen wir die Kurve. Ah, sieht schon hammer aus. So, Track nicht ganz getroffen. Auf. Ja, 3 cm gefühlt. Dann drehe ich mal kurz manuell ein bisschen am Heading. Dass wir jetzt Richtung Tamos drehen können. Das waren mal 10 Grad zu viel. Und geben wir direkt nach Tamos. Und dann wechseln wir auf den Nav Mode. Und dann sollten wir dann kürzer, also auch auf dem richtigen Track sein. Jetzt habe ich den Autopiloten rausgemacht, das wollte ich nicht. Oh, dann passiert jetzt erstmal nichts. Ich werde gleich beim Thailänder reinfliegen. Und zwar Tamos ist der Punkt, melde ich mich 5 Minuten vorher. Und dann wird erstmal nur Landschaft genossen. So schön, diese ganzen unterschiedlichen Akzente auf dem Wagen zu hören, so, weil das macht das Netzwerk ja auch aus, dass das Flugsimulationsenthusiasten von überall irgendwie miteinander fliegen und Spaß haben. Das finde ich gut. So, ich rufe mal ganz kurz rein.
Bunker Control, good afternoon, Delta Golf, Whiskey Zulu November, inbound Tamos, flight level 70, correction 7000 feet. Und dann wäre es auch Altitude. Lol. Ich bin das aus Europa anders gewohnt. Whiskey Zulu November, Bunker Control, identify, maintain 7000 feet, continue S-File. S-File, continue 7000 feet, Delta Golf, Whiskey Zulu November. Wunderbar. Malaysia 350, contact approach 125.2. 125.2, Malaysia 350, sorry. Katika. Control, control, Taiwan 79, request descent. Taiwan 79, descent, flight level 310. Descent, flight level 310, Taiwan 79. Five, disregard. Delta Golf ist gesund, November Request, Step Climb 8000 feet. Delta Golf ist gesund, November Climb 8000 feet. Climb 8000 feet, Delta Golf ist gesund, November. Asia 359, descend, disregard, contact approach 125.2. Oh, da haben wir es doch. 125.2 for approach, Asia 359. Schöne Lagune hier vorne. Statt deinen Namen, den ich sehr wahrscheinlich falsch aussprechen werde, Songkla oder so. Und sonst ist jetzt Hat Thai. Anscheinend, so, ich stelle mal kurz mein Mikrofon ein bisschen lauter. Das ist vielleicht ein bisschen zu laut gewesen. Zack. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Power nehmen. Delta Golf Whiskey Zulu November direct to Ramwa. Expect IMP approach runway 35. Delta Golf Whiskey Zulu November confirm, we will expect the IMP at runway 35. Delta Zulu November standby. Ich dachte, er hatte mich. Ich lese parallel und hatte das nicht so exakt mitbekommen. Aber ich hatte einen AMP 35 gehört und fand das passend, zumindest für den Flughafen. November. Be clear, expect VOR approach runway 35 direct to Whipple, Lima, India, Lima, Tango, Oscar. Direct Whipple, expecting the VOR approach runway 35. Thank you, Delta. Golf ist gesund, November. VOR approach. Hier haben wir es, Kategorie AB. Mhm. Okay, dann machen wir schon mal Folgendes. Ich drehe mir schon mal das BOA ein, einfach um es zu haben. Das führt dann auch. 2319 Foxtrot Delta, when ready, descend flight level 250, Sena 3 Alpha. Das empfangen wir jetzt noch nicht, da sind wir noch weit von weg. Dann. Procedures. When ready, descend the flight level 250. Select approach. Arrival gibt es nämlich nicht. VOR DMI 35. Direkt Lilto. Gibt's denn hier? Monitor Unicom 122.8 in Apulevola 7751. Thank you, bye bye. Wo machen wir Vectors? Minimums. Finally, to bye bye, thank you. Bye bye. Can you confirm runway departure for Kuwaiti 022? Kuwaiti 022, runway 09 for departure. Hi,
Robert Asia 3022, Bangkok Control. Das ist eine ganze Weile jetzt drehen, weil es anscheinend sehr weit, sehr hohe Minimum sind. Zumindest wenn ich das richtig deute hier. Vielleicht bin ich noch nie bewusst ein VOR-Port geflogen, aber das sollte mit dem Garmin ja einfach absolut kein Problem sein. So, dann wird der geloadet. Ja. Und er hat netterweise. Er hat uns ja. Netterweise ein Direct Lilto gegeben. Das heißt, da setzen wir uns mal ein Direct hin. Lilto sollen wir 330 All Buff sein. Kommen wir gerade nicht ins Wiener. So. Lilto ist drin. Und dann drehe ich mir hier aber auch einmal das ein, was da drin steht. Dann zu hoch ist mal Kacke abzubauen irgendwie. So, ein bisschen ruhiger geworden auf der Frequenz, vielleicht ganz gut für mich. Perfekt. Sieht doch gut aus. 40 Minuten fliegen jetzt gerade aus. Top of Decent, ja. Ich denke mal an so knapp 35 Minuten. Descend and the local QNH for Kamui. Heißt es Kamui? Samui, scheiße. Delta Zulu November, descend 5000 feet, QNH 1009er. 5000 feet, QNH 1009er. Delta Golf ist Kisulu November. Delta Zulu November. Descend 3,300 feet, clear VOR approach, runway 35, report established final approach call. Warum bringen wir dem jetzt ins Feedback? We are Jet 1123, contact approach 125 decimal 2. 125 decimal 2, bye bye. Delta Zulu November, we cleared VOR approach, runway 5, descend 3300 feet and Wilco. Delta Zulu November, descend 3300 feet,
Final Approach Point. Der da ist Final Approach Fix, ist es. Sierra Mike 361. So, ich zoome mal ein bisschen rein. Mach den Next World wieder an. Ja, nicht so gut. Das ist schon. Case of Go Round. Schauen wir uns auch mal schnell. Mist Approach. Do not be turn before Mist Approach Point. Okay. Ja. Speed restricted to 2.0. Not sure, nicht. Climb on track 351. Heading an und hochdrehen. 352, Entschuldigung. To Sierra Mike 972. Take turn right at Sound VOR, minimum 4000 feet and hold is directed by ATC. Alles klar. 22 contact approach 125.2 and descend flight level 170. Delta to November confirm on final approach course. Ah, course. Yes, we are on final approach course now. Delta Zulu, warte mal. Ich dachte, er wollte den Point haben. Delta Zulu November, wind 140 degree, 4 knot, runway 35, clear to land. Okay, kaum Wind. Runway 35, clear to land, Delta Zulu November. Ja, passt doch. Ich hatte im Kopf, dass er final approach Point gesagt hatte. Dann meinte er Kurs. Was auch immer, was du. Delta Zulu November, when landing complete, you can switch to com 122.8. Yeah, once we're landing vacating, Unicom 122.8, just to confirm the GAT is on the left side when vacating. Delta Zulu November, affirm you can vacate left, either left or right. Roger, thank you very much for the service. Bye bye. Freundlich, sehr gut. Ich glaube, wir landen mal mit Schlepps 2. Bisschen tief geworden jetzt. Bisschen Gegentrim. Ah, das wackelt. Das liegt aber an mir, glaube ich. Jetzt einfach ein bisschen Leistung gegenschieben. Jetzt sind wir wieder auf dem Papi-Lichtern. Sehr gut. So soll das sein. Ah, sind wir schon durch die Minimums durch. Die Sicht ist sehr weit, die Standardsicht im Cockpit. Wir können Left oder Right vacaten. Ich guck mal, was mir mehr zusagt. So, jetzt sind wir zu hoch, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir rausgeholt. Jetzt sacken wir fast ein bisschen durch. Was ist das da rechts? Warum blinkt es da auf einmal so? Oh, jetzt ist hier Regen. Ja, die Szenerie jetzt nicht geladen. Eieieiei. Diese Werbetafel da. So, dann sind wir kurz aufs Landen. Geschwindigkeit noch. Wir haben ja eine ganze Piste. Bisschen früh fast. Haben wir ein bisschen wenig Power. Gut geschwebt. So, dann bremsen wir doch mal. Ah, hier rechts ist schon ein richtig cooles Terminal hier. Aber ich würde sagen, wir gehen links rüber. Flaps gehen hoch. 5008, Backup Control, identify. Come, fly level 290. Steht sogar ein freundlicher Einweiser. Na, komm. Hier durchlaufen. Na, komm.
der jetzt so viel Gas gibt, weiß ich nicht. Parkbremse. Und dann können wir hier langsam mal alles ausmachen. So, da sind wir angekommen. Wetter hätte natürlich ein bisschen schöner sein können. So langsam dämmert es hier auch. Aber der Airport ist sehr cool. Vielleicht fliegen wir da irgendwann nochmal. Für jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hilft uns ein bisschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!